So, moin moin, Grid Autosport heißt das Spiel, die Saison heißt 8 und es ist der zweite Teil, den ich heute mit euch spielen werde. Wir sind unterwegs in der Tuner-Serie für das Oakley Motorsport Team. Viel Spaß. Naja, oh nee, oh nee, oh nee, Kinders, nicht noch ein Drift-Event. Das wird doch nicht. Das würde doch nicht. Ich kann doch nicht driften. Ich kann doch nicht driften. Mensch, Leid. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist das? Das. Ach. Jetzt glaube ich hier könnte ich tatsächlich die Schwierigkeit gerade verändern. Ich werde dir das jetzt auch tun. Ihr guckt einfach jetzt weg. Ups. Ist es nur noch Mittel, die KI-Schwierigkeit. Hat niemand gesehen. So, jetzt. Jetzt etwas weniger schwer. Versuche ich mal zu driften. Das wird, glaube ich, beim Driften nicht viel bringen, aber hätte natürlich in allen anderen Events vorher was gebracht. Also, was halten wir fest als kleine Zusammenfassung? Ich bin noch nicht bereit für den schwersten Schwierigkeitsgrad in Grid Autosport und habe deswegen jetzt wieder ein bisschen pussymäßig auf den ja, weniger schweren, nämlich mittleren Schwierigkeitsgrad zurückgeschaltet. Beziehungsweise zurückgeschalten und das alles nur, damit ich endlich mal ein Event, ein Teil der Grid Series spielen kann. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so gut ist, was ich gerade abgehe, aber irgendwie driftet die Kiste wie Sau, wie Hanne. Oh, natürlich aber nicht, wenn man hier kurz einen Ausflug macht in die Pamplona. Kriege ich jetzt für den Bereich hier gar keine Punkte mehr? Schade. Ach doch, ein paar Punkte gibt es trotzdem noch. Im zweiten Lauf kann ich mir das Qualifying sichern. Willst du mir jetzt damit sagen, dass es noch immer nicht genug war? Dabei war es jetzt, fand ich schon mal nicht so schlecht im Vergleich zu dem jämmerlichen Versuch vorhin in Yas Marina. War das doch jetzt hier eigentlich schon so fast ganz ordentlich, oder? Naja. Ist halt Driften, ne? Hätte man jetzt auch weglassen können. So, hier schön vom Kurs abgekommen, aber ein bisschen Glück gehabt, dass die Streckenbegrenzung gerade gepennt hat an der Stelle. Und schön die Kiste hier quer durchgeworfen durch die Kurve. Und hier weiter und weiter und weiter. So, und hier rumgenommen. Und hier rum und hier rum. Ja, und hier nochmal. So. Auf geht's, auf die Gerade. Wie das müsste für die Finalläufe reichen. Das sind 2,2 Millionen Punkte, du Penner. Na, das reicht natürlich auch für die Finalläufe, dank des geänderten Schwierigkeitsgrades. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich auch in dem Event vorhin so gedriftet wäre, dann hätte es jetzt auch für die Finalläufe gereicht. Naja. So ist das Leben. Schauen wir mal, wie es jetzt hier so abgeht. Denn mit einem richtig guten Ergebnis hier jetzt in dem Gesamtevent könnte ich tatsächlich in der Meisterschaft nochmal was für mich und das Team tun. Und vielleicht wird das ja auch was. So, hier noch schön rumgerutschelt. Und hier auch. So, da war der Gegner gewesen, der Gute. Das war auf jeden Fall schon mal für einen Lauf eine ganz ordentliche Punktzahl gewesen. Und ja, jetzt kommt Lauf 2. Mein Gegner ist schon losgefahren. Und mal gucken, ob wir da jetzt nochmal hier ein bisschen nachlegen können. Sieht zumindest schon mal vom Anfang her nicht ganz so schlecht aus.
stand mir fast ein bisschen arg quer, aber war okay, denke ich. War okay. Irgendwie, ich weiß nicht. Oh, jetzt fahren wir hier mal. Hui! Aha. Sehr lustig, also offensichtlich scheint man es nicht. Ja, gut. Vorhin, als ich vom Kurs abgekommen bin, war auch so eine gelbe Zone, aber da hat es irgendwie noch nicht gezählt. Jetzt hier dagegen dann schon. Naja, mal gucken. So, jetzt hätten wir uns ja auch noch fast ein bisschen gedreht. War vorhin auch irgendwie dann schon mal ein Dreher gewesen. Jetzt bin ich auch gerade echt so ein bisschen raus aus dem Flow. Das wird auf jeden Fall jetzt nicht so gut wie der erste Lauf. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Das war ja viel schlechter. Aber reicht's? Ja, es reicht trotzdem. Mit 2 Millionen Punkte. Dann doch gute 600.000-700.000 Punkte mehr als der andere. Und dann kommt jetzt das Halbfinale. Mal schauen, wie es da so läuft. Du gehst vom ersten Startplatz ins Rennen. Gib das Tempo vor und bleib vorne. So. Allerdings muss ich jetzt gucken, dass es hier auch noch wieder so ein bisschen gut wird, ne? Weil mit einer guten Grundlage im ersten Lauf haben wir dann in dem zweiten Lauf bessere Karten. Besonders dann, wenn wir nämlich hier erstmal gegen ein Objekt fahren, was dann möglicherweise dafür sorgt, dass wir ein bisschen Punktabzug bekommen. So, wie hier jetzt zum Beispiel. Aber wenn ich der Punktetabelle oben glauben darf, führen wir trotzdem immer noch. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Bis zum Ende dieses Events. Und ich, aua, der hat mich gerammt, der Penner. Das war jetzt vom Pucken ja nicht so super überzeugend. Und ich möchte jetzt schon mal derben Respekt an die Leute verteilen, die das hier ganz flüssig können, da total krass durchbrettern und für die das alles überhaupt kein Thema ist. Weil für mich ist das mit dem Driften hier echt eine super Herausforderung. Also mich nervt natürlich auch wie Sau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen unter euch Leute gibt, die das hier total flüssig machen und bei denen das aussieht wie ein Traum sozusagen, ein Traum in Weiß. Bei mir sieht es eher nicht so aus. So. Ich habe auch gerade festgestellt, dass der Leo führt, während ich mich hier mit euch befasse. Und das wird auch jetzt gerade gar nicht so viel besser, weil ich nämlich jetzt auch in dem Sektor hier schon wieder nicht so gut dabei war. Und jetzt habe ich 0 Punkte gekriegt. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich auch noch gedreht. Eieiei. Ich habe da oben gerade was gelesen. Und das sah für mich so aus, als ob der liebe Leo 400.000 Punkte Vorsprung hätte. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen extrem. Und vor allen Dingen könnte es jetzt gesamt echt ein bisschen knappi werden. Nee, ich habe gewonnen, aber 1,5 Millionen. Hui, das war tight, wie man so schön sagt. 55.000 Punkte. Naja, mal schauen, was da jetzt zum Finale abgeht. Vielleicht, ja, sieht es da ein bisschen besser aus. Hoffen wir es mal. So, gegen James Dean. Oh, gegen James Dean hier bin ich schon mal gefahren. Da kann ich mich dran erinnern. Und irgendwie habe ich es jetzt auch echt nicht gerade irgendwie nicht mehr so ganz so raus. Muss ich mal sagen. Irgendwie war es vorhin besser. Das Auto macht jetzt irgendwie eher so ein bisschen das, was es will und nicht mehr so das, was ich will. Das gefällt mir nicht. Wo ist hier der gefällt mir nicht Button? Den würde ich jetzt gerne mal drücken. Und so wie ich das sehen kann, führen wir zwar gerade gegen James Dean, aber ob und wie lange wir noch gegen ihn führen, das ist die große aller Preisfragen. So, jetzt glaube ich inzwischen haben wir, wenn ich das richtig gelesen habe, aber doch einen ganz guten Vorsprung. Letzten zwei Kurven, mal schauen, was wir da noch so reißen können. Und da ist auch schon das liebe Ziel. Naja, ich würde sagen, das war für den ersten Lauf ganz ordentlich. Ich hatte im letzten Lauf gar nicht so viel mehr Punkte gehabt. So. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Mein letzter Lauf war wirklich absolut großartig.
ohne mich hier selbst loben zu wollen, ne? Das ist natürlich klar, das ist alles nur so eine objektive Betrachtung der Gesamtsituation. Und ja, also mal gucken, was hier noch so passiert. Während wir uns hier um die Kurve driften. Na. Ja, kleine Kollision hier abgestaubt. Also wir führen jetzt nicht mehr. Oh, der James hat uns gerade mit 100.000 Punkten überholt, der Gute. Jetzt liegen wir wieder vorne, aber er ist auch, glaube ich, noch nicht in dem Sektor hier. Oder ist er zuerst gestartet? Ja, er ist jetzt zuerst gestartet. Ich denke, das sieht nach einem Sieg aus. Schon wieder 1 Million. Das war nicht schlecht, glaube ich. 2,2, das reicht. Na und wie du, 600.000, so muss es sein. Tja, man sieht schon, der Schwierigkeitsgrad des Spiels macht echt einiges aus. Gerade noch total gefailt und jetzt im Schwierigkeitsgrad 1 nach unten und schon wieder gerockt. So, in der Tuner-Serie reicht es bis jetzt, aber immer noch nicht für das Level 3. Da fehlen immer noch Erfahrungspunkte. Und ja, jetzt kommt nochmal ein Rennen zum Abschluss mit einem Muscle Car. Und auch für die Gesamtmeisterschaft reicht es nicht mehr, um es zu rocken. Ne? Ja. Wo fahren wir denn? Habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo wir fahren. Irgendwo fahren wir hier. Ach, auf dem Autosport National. Vom was? Von was? Hier jetzt, genau, jetzt, unser Teamkollege startet nämlich von Startplatz 2. Ist mir so auch im Spiel noch nie passiert. Ich habe ihm deswegen jetzt auch mal gesagt, dass er auf jeden Fall seine Position halten bzw. sogar verteidigen soll. Denn wenn er wirklich Zweiter werden würde, dann würde uns das nämlich für die Teammeisterschaft nochmal richtig gut Punkte bringen. Und ihm natürlich auch für die Fahrermeisterschaft. Das gefällt mir wiederum nicht so gut. Aber ansonsten, ja, rockt natürlich, ne? Und mal gucken, was wir hier so noch an Plätzen gut machen können. Bis jetzt noch gar nicht so richtig viel. 16. war ich, jetzt immerhin schon mal 12. So, jetzt schießen wir einfach mal hier so mitten rein, benutzen die anderen Autos als Bremsklotz. Hat aber leider nicht so richtig gut funktioniert. Na gut, hier können wir noch außen vielleicht an dem einen oder anderen vorbeigehen. Ach, das ist ja eigentlich ein Rundkurs. Ah, ich sehe schon. Eigentlich ein Speedway, aber ja, wir fahren jetzt mal wieder dann auf den innen reingebauten Kursen und ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ich das eigentlich super langweilig finde, weil die Kurse, die in das Infield gebaut sind, meistens super ätzend sind. Also total uninspiriert, nichts richtiges dran an der Stelle. So, jetzt mal hier fix noch dran vorbeigegangen. Und ja, so, 9. Vielleicht geht er ja nach vorne noch was, schauen wir mal. So, bis jetzt komme ich wirklich nicht so richtig vor, muss man nochmal sagen. So wieder. Na, gerade überholt und ja, das dann doch zu schnell war für die Kurve, ist er wieder vorbei. Irgendwie kommt mir auch hier mein Muscle Car wirklich nicht gerade schnell vor. Naja, 2 Runden sind es dann noch. Mal gucken, was wir da noch reißen können. Vielleicht schaffen wir es ja dann tatsächlich noch irgendwie einen Platz rauszuholen. Wäre ja eigentlich ganz cool. Mein lustiger Teammanager hat gerade gesagt, okay, Runde 3, gib mal ein bisschen Gas. Als ob ich hier auf dem Kaffeekränzchen wäre, ne? Glaubt er eigentlich, was ich hier mache? Ich muss auch bei Gelegenheit mal hier für so ein Muscle-Car-Rennen die Traktionskontrolle ausschalten. Weil ich wirklich gespannt bin, was dann passiert. Ob die Muscle Cars dann nämlich abgehen wie Schmidts Katze. Ich befürchte das ehrlich gesagt schon.
So, jetzt haben sich die beiden Kollegen hier vor mir gleich so ein bisschen mit dem Bremsen vertan. Für die Kurve, das nutze ich jetzt einfach mal aus. Zumindest bei dem einen, und bei dem anderen crashe ich ihm mal in die Seite. Und damit werden wir dann schon mal Sechster. So, mein Teamkollege, wenn ich das übrigens richtig sehe, liegt jetzt wieder total weit hinten. Was ist denn mit dem passiert? Habe ich den gerammt oder so? Also bestimmt mal. Aber, also, ihr wisst schon, was ich meine. Wie kommt der denn so weit hinter? Der war noch Zweiter. Auf den hatte ich jetzt alle Hoffnungen gesetzt und nicht hier auf mich, weil für die Teamwertung, für den 5. Platz wäre es nämlich schon auch cool, wenn wir da mal jetzt irgendwie noch weiter nach vorn kommen, ne? Sehr strange. Sehr, sehr strange. Naja. Gucken wir mal. Na ne, eins weiter nach vorn komme ich wohl nicht mehr. Naja, das wird dann wohl ein 6. Platz jetzt hier im Muscle Car Rennen. Schon mal deutlich besser als im Schwierigkeitsgrad hoch Muscle Car Rennen. Aber immer noch nicht so richtig zufriedenstellend. Und naja, ab durch Ziel würde ich sagen, ab durch die Mitte. So, 6. Naja, na, nicht so gut, nicht so gut. Aber das Teamziel haben wir irgendwie erreicht, hat er gesagt. 5. Ich glaube, wir mussten genau 5. auch werden, ne? Das war eine unglaubliche Saison. Und als so, jetzt hier noch ein bisschen XP dazu. Und damit ist die Saison 8 gelaufen. Reicht es jetzt für Level 3? Ja! Das erste Grid-Rennen freigeschaltet. Ich freue mich drauf. Das wird toll. Hier werden ich mir hier nochmal die Trophäen 7., 16., 1. und neu anschauen darf. Ja, den Grid Grand Slam, da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia, sagt man so schön. Wir sehen uns im nächsten Video und dann gibt es tatsächlich den Grid Grand Slam. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich schon drauf. Bis dahin, schön war's. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüss.